Ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeantwortet. Das ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Oh mein Gott, so viel. Oh yeah! Normalerweise sollte ja die Challenge heute kommen, dass wir in Hide and Seek uns die ganze Zeit bewegen müssen. Das geht aber leider nicht, denn der Hive-Server war down und ich fand die Challenge auch nicht so spannend, also ist nicht so schlimm. Deshalb haben wir jetzt die Challenge mit den unsichtbaren Kisten. Die ist, glaube ich, vom Liquid Red oder Red Liquid oder so. Tut mir leid, wenn ich jetzt den Namen falsch ausspreche oder das gar nicht der Name ist. Ich hab mich irgendwie an den Namen hier nur erinnert. Gut, ich hole mir jetzt erstmal Holz. Wir haben zwei Eisen, das ist natürlich toll. So, zack. Wie ihr seht, steht ja auch schon umgespielt. Ich muss mal gucken, ob ich in irgendeiner Weise die Partikel noch ausstellen kann von den Kisten. Optionen, Grafikeinstellungen, Details, Animations, Partikels. Okay, ich habe jetzt die Partikels auf verringert gestellt. Das bedeutet, jetzt sind auch nicht mehr diese hier. Oder? Okay, nee. Hier ist keine. Oh Mann. Das ist richtig gemein. Das ist eine richtig gemeine Challenge. Aber mal gucken, wie ich sie meistern werde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir bauen hier einfach mal unsere Werkbank ab und dann geht's auch schon weiter. 60 Blöcke ist von uns jemand entfernt. Das heißt, wir müssten jetzt ziemlich auf Krawall gebürstet sein. Denn wir müssen ja schließlich einige Leute töten. Okay, lol, okay, danke, lieber Gott, danke. Ist hier... Oh mein Gott, ich habe eine Kiste aufgemacht und das, obwohl ich sie nicht gesehen habe. Oh mein Gott, ich bin der King, glaube ich. Okay, und jetzt schnell hier die ganzen Schweine töten, schnell. Okay, wir sind wieder voll. Wo ist denn das Dierschwert hier? Schnell ausrüsten. Okay, wir sind ausgerüstet. Jetzt geht's los. Und jetzt geht er weg. Jetzt gehst du weg. Jetzt gehst du weg, ne? So, mal gucken. Ja, wir haben ihn noch getroffen und... Okay, das war's. Alter Schwede, was war das jetzt? Ich konnte jetzt einfach nichts sagen. Ich war wie paralysiert. Ich konnte einfach nichts sagen. Ich war so unter Schock gerade. Das war nicht mehr normal. Okay, er hat einen goldenen Apfel gegessen, aber das hat ihm jetzt auch nichts gebracht. Wir haben ihn trotzdem besiegt. Bei dem nächsten Part werde ich mir ein paar bessere Rüstungsteile craften. Auf jeden Fall. Schweinchen, hallo. Ich töte dich, weil ich dich mag. Wir könnten uns einen Dierhelm schon mal craften. Okay, gut. Dann könnten wir... Oh, Moment, ich sortiere jetzt erstmal aus hier. Okay, gut, wir wurden geportet. Er ist noch ein bisschen von uns entfernt. Das bedeutet... Zack. Zack. Full Iron. Das war doch jetzt... Eine ziemlich krasse Aktion von uns. Eine ziemlich, ziemlich krasse Aktion auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Zack, zack. Wassereimer auf jeden Fall. Und ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Bei uns läuft gerade richtig. Haben wir Pfeile? Natürlich nicht. Wir haben natürlich keine Pfeile. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Wie gesagt, ich war jetzt irgendwie so richtig so, ich werde jetzt sowieso sterben. So war das jetzt irgendwie bei mir so. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr vorhin so geredet, weil ich mir dachte so, ja, wieso sollte ich reden, wenn ich jetzt ja sowieso sterbe? Okay, den haben wir auch easy locker flockig noch geholt. Die Pfeile würde ich gern haben. Oh, genau, die Pfeile bekomme ich nicht. Mann, wieso? Die wollte ich so gerne haben. Das wäre mein Lebensinhalt gewesen. Aber nicht alles im Leben ist so, wie man es sich vorstellt. Ich mache das mal so. Das TNT werde ich sowieso nie anzünden. Also ist es schon mal egal.
Oh, da hinten ist ein Verzauberungstisch. Dum, dum. Dann möchte ich mir ganz gerne mein Schwert verzaubern, bitte. Auf Level 1, Schärfe. Okay, perfekt, wir haben Schärfe. Alter, die Runde läuft. Und das, obwohl wir keine Kisten, doch eine Kiste haben wir gefunden. Darauf bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz. Aber dass wir wirklich, ihr kennt das sicher, wenn ihr selbst YouTuber seid, ihr denkt euch so, okay, der kriegt dich jetzt, dann hörst einfach auf zu reden. Aber ich... Oh, was? Ist ja richtig scheiße. Aber zum Glück sind wir ja Vampir und können einfach hier die Schafe töten. Diese hässlichen Fallenbauer. So, gut. Ich meine jetzt nichts gegen Fallenbauer. Aber es nervt ein bisschen. Das bedeutet, ein Fallenleger haben wir schon mal dabei. Das ist schon mal gut, dass wir es wissen. Nicht gut, dass er es macht, aber gut, dass wir es wissen. Eine Kiste gespawnt. Hier irgendwo. Okay, ich weiß nicht, ich möchte echt gern mal wissen, wo die Kiste ist. Das wäre ziemlich cool, aber eine haben wir schon geöffnet und wir brauchen jetzt ja keine mehr finden. Es war ja sowieso, es ist quasi auch eine Challenge, ohne Kisten zu öffnen, irgendwie zu gewinnen. Also du bekommst die Sachen nur, wenn du Spieler tötest. Die Challenge fand ich jetzt eigentlich auch super. Okay, den haben wir. Oh, es ist gleich jemand in der Nähe. Okay. Hallo. Hallo, ich weich dezent aus. Okay, ich geh jetzt mal weg hier. Komm her. Zack. Und ich renne auch noch richtig rein, ich Idiot. Was tue ich hier? Yeah, und ich töte das Huhn und jetzt sind wir wieder voll. Okay, gut. Ich werde ihn jetzt verfolgen und ich werde ihn jetzt hoffentlich auch töten. Der möchte mich damit ja wohl jetzt ein bisschen trollen, oder? Alter, wir sind auch noch verbrannt. Wir sind verbrannt! GG, aber... Oh Mann. Was? Das war schon der letzte? Ups. Naja. Gut. Ich sehe. Wir sind verbrannt. Ich wusste nicht mal, dass das der letzte ist. Oh nein, sonst hätte ich mir noch vielleicht einen Goldapfel gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute. Also, das war's von dieser Folge. Wie gesagt, jetzt kommt wieder täglich ungeantwortet. Ich werde es jetzt schneiden. Dann werde ich mit meinem Bruder nochmal wegfahren. Dann fahren wir zu einem Freund. Und dann gehen wir noch ein bisschen skaten. In der Zwischenzeit kann das Video hochladen und dann stelle ich es auf geplant, dass es heute schön pünktlich kommt. Um 18 Uhr oder so. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt ein Kommi. Und wenn es euch gefallen hat, ich habe eine Freundschaftsanfrage von Reggie Garb. Komm, die nehmen wir jetzt noch alle gemeinsam an. Annehmen. Okay, gut. Ja, ihr könnt mir da gerne eine Anfrage schicken. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's. Haut rein und ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Die nächste Challenge morgen ist ja dann mit die Tausch-Challenge mit meinem Bruder. Das heißt, wir hängen jetzt ein bisschen hinten nach, was die Challenges betrifft. Aber dafür kommt dann an einem Tag halt mal 3 Videos mit 2 Challenges. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.